Okay, der Mann ist sehr reserviert, an den kommt keiner so richtig ran und ganz ehrlich, damit ist er schon sehr sympathisch, ne? Wenn er jetzt sozusagen die Freundin seiner Tochter so durchleuchtet, das ist schon in Richtung von, ich versuche noch herauszufinden, welche Straftat du begangen hast. Wenn ich die weiß, lasse ich dich verhaften und klag dich an. Netter Mensch. So, Rachel. Your daughter's pretty great. Thank you. We're fond of her as well. You ever feel like she's so awesome at everything that you just wanna shake her? Me neither. Ja, du mich auch. Ja, wir mögen die Tochter auch ganz nett. So wie wir den Stuhl oder den Sessel mögen, in dem ich hier gerade sitze. Oder das Essen war auch ganz ertragbar oder sowas. Sag mal, hallo, der redet über seine Tochter. Die mag man nicht. Die liebt man. Oder findet toll oder was weiß ich. Aber so distanziert, anteilnahmslos. Ein bisschen Roboter-like, oder? Komm hier. Jetzt kommt auch über die Aufführung kommt nur ein. Sie war annehmbar. Wollen wir wetten? What do you think? I thought Rachel was perfectly cast. She certainly was. We're very proud of her. I had no idea they were going to do that. Do what? I don't know the name for it. Reverse casting? Casting a woman as a man? Oh, I just meant the wizard part. I suppose that's also true. Ja, ich muss mal los, danke. Also, Duty calls. Good chat, Mr. Amber. Oh Mann. Der ist so sympathisch, ey. Ich will aus dem Haus raus. Ich weiß nicht warum. Komm, wir setzen uns mal und sinnieren über unseren aktuellen Zustand. So, this is what normal looks like. It's somehow way more boring and way weirder than I imagined. It's crazy to picture Rachel growing up here and being happy here, at least before she met me. And now I'm taking her away. Or is she taking me away? This doesn't really seem like the kind of place people run away from. What am I saying? Fuck this place. Ja, auch wenn das gerade sehr gemütlich aussieht, kann ein so gemütliches Heim auch eine Bürde sein, beziehungsweise eine Art Gefängnis. Besonders wenn man, ich sag jetzt mal, immer Erwartungen erfüllen muss. Nicht wahr? Und die gute Rachel muss halt hier anscheinend eine gewisse Art von Erwartung erfüllen. Mal davon abgesehen, anscheinend scheint der Vater ja nicht genau zu wissen, was seine Tochter so treibt. Also das beste Verhältnis scheinen die auch nicht miteinander zu haben. Im Sinne von, eigentlich erzählt man doch jemanden in der Familie, dass man im Theaterstück auftritt und als was. Ne? Ich meine, die gute Rachel musste ja eindeutig üben und lernen, den ganzen Text und auch ein bisschen so trainieren, damit das Ganze glaubhaft wirkt. Und das macht sie garantiert nicht nur in der Schule, das macht sie auch brav zu Hause, weil das wird einfach von ihr erwartet. Und ja, ganz ehrlich, da kriegt man das doch eigentlich als Vater mit. Es sei denn, man lebt mehr oder minder nur für den Beruf und toleriert die Familie. So möchte ich es jetzt mal sagen. Ja, nicht, dass er die Familie nicht liebt, das will ich nicht unterstellen, aber eventuell. Naja, ich sag jetzt mal, sie ist halt da. So ein bisschen so diesen Gewöhnheitseffekt, ne? Den kennt vielleicht jeder, der irgendwie mit jemandem zusammenlebt. Irgendwann tritt der Alltag ein und dann nimmt man den anderen manchmal einfach nur noch für selbstverständlich, was man niemals tun sollte. So, ist zwar bequem hier gerade, ja. Chloe fühlt sich richtig wohl bei dieser chilligen Musik, die da hinten kocht noch mehrere Stunden. Und ja gut, ich stehe schon auf. Komm. So. Die Ruhe gestört. Gedanken haben wir ganz viele gehabt. Bevor wir allerdings zum Dings gehen, gehen wir mal zum Kreuzworträtsel. What the Amber family considers entertainment looks a lot like what I consider homework. Ja, ist irgendwie ganz witzig. Als junger Mensch sieht man die Kreuzworträtsel noch als überflüssig und sonst was an, so als Hausarbeit halt.
Und wenn man dann älter wird, dann macht man das trotzdem gelegentlich mal, damit man einfach fit im Geiste bleibt. Ja, also ist halt so, ne? Manche Leute beschäftigen sich mit sowas ja dann nicht, und damit sie so ein bisschen, ich sag jetzt mal, flexibler bleiben von den Gedanken, nehmen sie dann auch gerne mal so eine Beschäftigung im Kreuzworträtselbereich. Habe ich viele Leute gekannt, die das wirklich gemacht haben. Ja, die hatten eben in ihrem Beruf, ich sag jetzt mal, immer so eine Routine drin, so immer gleichbleibend, und damit sie sich ablenken konnten und ausbrechen konnten aus dem Gleichen, immer wieder reproduzieren von dem, was man gerade eben gemacht hat, aus diesem alltäglichen Trott, wirklich Trott, weil so fließbandarbeitsmäßig hintereinander weg. Ja, ja, mache ich gleich. Tischdecken ist gleich angesagt. Haben die halt, um auszubrechen und kurz geistig was anderes zu machen, gerne Kreuzworträtsel gelöst. Kenne ich wirklich Leute. Fand ich immer faszinierend. Konnte ich persönlich nicht ganz nachvollziehen, weil Kreuzworträtsel sind nicht meins. Ich finde die Worte nie. Aber ich kann es verstehen, wenn jemand sagt, er muss sich mal kurzzeitig mit was anderem beschäftigen, ansonsten, wenn er immer das Gleiche macht, dann macht man erstens schneller Fehler und zweitens, man ermüdet bei der ganzen Sache auch relativ schnell. So, was soll's, wir verbessern mal die ganze Sache. Wortgetreu oder Analphabet? Na komm, hier, wir sind ja intelligent. Was meint sie? Solved it. Ja. Abgehakt, einmal durchgestrichen und gut ist. So, Zeitungsartikel. Something about this photo doesn't seem right. I should fix it. Bitte wie? So, Staatsanwalt James Ember greift hart durch bei Drogen. Gebt ihm einen Joint. Moment. Can't tag this while Rachel's mom is right there. She totally bust me. Okay, dann machen wir das vielleicht lieber nicht. Wir wollen ja einen guten Eindruck machen. Hi Rose, your husband's cheating on you. Pass the ketchup. Das ist eine tolle Sache für die Abendunterhaltung. Da sagt man einfach, ach, wussten Sie, Ihr Mann hat gerade seine Freundin heute im Park getroffen oder gestern im Park getroffen, war ja am gestrigen Tag. Und kennen Sie sie mit Namen? Sie heißt so und so. Super Idee. So. Hey there, Mrs. Ember. Chloe, I'm so glad you're joining us tonight. You borrowed that shirt from Rachel. We call it the Rorschach shirt. What do you see? Einen Vogel, einen Schädel. Für mich, also es könnte beides sein, ja. Die schwarzen Punkte in der Mitte sehen aus wie ein Schädel mit unten praktisch der oberen Zahnreihe. Aber ehrlich gesagt, ich bin eher für den Vogel, weil wir haben ja auch den Raben öfter schon im Programm gesehen. Und deswegen, ich nehme mal den Vogel. I guess I see a bird. Interesting. Well, wash it before you bring it back. Also irgendwie, die sind hier wirklich eine herzallerliebste Familie. Die fragen gar nichts. Die sind so reserviert, so unter dem Motto, da steht eine Fremde, die ignorieren wir mal. Das ist so gut, also komm hier. Rachel, den Tischdecken machen wir als letztes. So, Rachel was pretty awesome tonight. Yes, she was. Though, to be fair, she's pretty awesome every night. I wish I were half as driven when I was her age. Me too. I get the sense that you're a force of nature yourself. I can see why the two of you get along so well. You can? Because it still seems crazy to me. Och, es gibt Verrückteres, ne? Wie zum Beispiel Mr. Ember, ein tolles Gesprächsthema. Integrity, honesty, loyalty. What? It's on your lawn. Oh, right. Sorry. I guess I'm still getting used to being an elected official's wife. Tja, wir sind mal indiskret. Wie läuft denn so das Eheleben? What's it like being married to the DA? Much like being married to anyone else, I imagine. But with a lot more secrets, right? Secrets? Like attorney-client privilege and all that. Well, as district attorney, he brings cases against criminals on behalf of the state. He doesn't defend them. Of course not. Hm. Okay.
Okay. Gut, also für die gute Frau scheint es wirklich so zu sein, dass sie in einer glücklichen Ehe, also je nachdem, wie man das jetzt als Außenstehender betrachten mag, ja, irgendwie lebt. Also es wird garantiert auch Streitigkeiten in der Familie hier geben. Gibt es in jeder Familie, aber trotzdem, anscheinend scheint sie keinen Grund zu sehen, warum ihr Mann sie betrügen sollte oder so. Aber ich habe mittlerweile auch den Verdacht, dass er sie gar nicht betrügt. Eventuell hat das was mit irgendeinem Fall zu tun oder so. Ich weiß aber nicht, ob die Story von Life is Strange Before the Storm wirklich so komplex ist, also so vielschichtig. Wir werden es aber noch erfahren. Ich bin mir ziemlich sicher, wir werden das noch erfahren. So, da muss ich einen kleinen Schnitt machen. Ich hatte mich gerade tierisch verschluckt und musste erstmal mich ein bisschen, ja, abhusten. Also deswegen, tut mir leid. Nicht wundern, dass da so ein abrupter Cut drin war. Ihr seht ja, die Szene ist immer noch die gleiche. Ja, aber ich wollte euch jetzt nicht voll husten. Das Mikrofon, das hatte Vollausschlag, ne, so in der Richtung. So, wie gesagt, Tischdecken machen wir, aber wohl, es ist doch meistens immer raus. Na, komm, erstmal Tischdecken und dann reden wir über die Aufführung. Ich hoffe, dass das funktioniert. So, you putting me to work or what? Yes, if you could please take 4 plates from the cupboard and set them on the table. What if I can't? Excuse me? You said if I could. Never mind. You're a riot, Chloe. All right, Chloe. You've set the table without ruining someone's marriage before. Piece of cake. Leute, seid doch nicht Roboter. Bisschen mehr Emotion. Also jetzt hier alle. Irgendwie ist komisch. Yes, Chloe? Die Aufführung. What did you think of the play? Rachel was typically amazing, but I never liked The Tempest. What did you think of it? To be honest, I only really read a couple pages. Theater's not really my thing. I guess I'm not so into saying words someone else came up with. Fair point. Then again, I'm not sure you can judge the entire art form based on the dead white men your curriculum focuses on. Damn. Shots fired, Shakespeare. Gut, wie halte ich mich? Komm, hier, wir decken gleich den Tisch. So, am I crushing it? This dinner would be taking literally minutes longer without you. Crushing it. Also ganz ehrlich, ich dachte ja, hier der Freund von Chloes Mutter wäre schon eine Hausnummer oder der Direktor der Blackwall Akademie. Aber diese Familie schießt gerade den Vogel ab. Wenn ich überlege, in sowas zu leben, ja, da hat man, glaube ich, Spaß. Also da macht doch richtig Spaß hier. So, Familienfoto. Alle glücklich? Mine just ended a little before hers, I guess. Ja, also wie gesagt, alle happy, alle glücklich. So wirken die hier gar nicht. Also sie hier absolut distanziert, eher verdächtigt wohl jeden. Und naja, Rachel, ja, steht dabei irgendwo zwischen allem und versucht sich zu entwickeln, muss aber hier anscheinend immer die Erwartungen erfüllen und so weiter. Oh, I think that's an original Who Gives a Shit. Nein, wirklich? Von wem interessiert denn das? Mein Gott, denn das Gemälde kommt, wer verkauft denn sowas? GmbH, von denen kommt das. Ja, so in der Richtung. So, eine Standuhr, komm hier. Damn. Wonder if this is a family heirloom. Na, aber sowas von. Ich frage mich übrigens gerade, ob sich unsere Mutter, also Chloes Mutter, Sorgen macht, wo sie ist. Aber egal. Everything about this house is nicer, cleaner, better and more expensive than mine. Which isn't saying much, but still. Ja, hier habe ich Angst, irgendwas anzufassen. Nicht, dass man was dreckig macht und sofort jemand kommt mit einem Putztuch, um das nachzuscheuern oder so. Es ist hier fast schon zu perfekte heile Welt. How many cabinets do you need? So viele wie nötig. So, hier, komm, wir nehmen mal ein paar Teller. 4 Stück sollen es sein. Glasses. Damn, the ambers are fancy as shit. Diamantengläser, ne? Schick.
Never realized that getting drunk could be so complicated. Oh, doch. Oh, doch. Da trinken mit Stil, ne? Also, ich kann hier nur was ansehen. Okay, die Teller kann sie nicht nehmen. Wo sollen denn die Teller sein? Ich arbeite dran. Ma'am, haben Sie die Teller gesehen? Hier, Schrank. If I open this, will skeletons come spilling out? Unwahrscheinlich, die sind im Keller. Die Toten sind immer im Keller bei Staatsanwälten. No skeletons. Lots of shiny dishes, though. Oh, Mike. Oh oh. Ich habe gerade so ein paar Worte gelesen. Das sieht nicht gut aus. Uiuiui. Aber andersrum, wir haben ja seinen Bruder nicht zusammengeschlagen und wahrscheinlich wäre der immer im Krankenhaus gelandet. So, also nochmal hier. Wo geht's los? Hey, Chloe. Drews OP ist zu Ende. Er hat Schmerzen, ist aber okay. Heilige Scheiße, Mike, es tut mir so leid. Ist okay, du bist bei mir geblieben. Wünschte, ich hätte mehr helfen können. Hey, Steph sagt, du warst in der Aufführung? Was? War ein geschäftiger Tag, ja. Wie die meisten Helden. Okay. Gut. I wonder if this will be the most expensive thing I've ever eaten off of. Besides my computer, of course. Ja, also von so einem Computer kann man ja auch wunderbar essen, ne? Die haben ja glatte Flächen oben, so Notebooks, ne? Die klappt man zusammen, dann kann man die als, Teller oder als Tablett oder sowas kann man die verwenden, ne? Table-PCs werden sogar ähnlich geschrieben wie Tabletts und deswegen, nein, vergisst, was ich sage. Plates. Ja, machen wir gleich. Niemals vom Computer essen, macht die Hardware nur kaputt. Also, selbst wenn der Computer es überlebt, Nee. Es kommt genauso gut, wenn er über eure Tastatur eine Cola verschüttet oder so. Das ist auch nicht schön. Also solltet ihr lieber nicht machen. So clean. I bet Rose would kill it with my mom at the diner. Ja, so, ich nehme mal ein paar Teller. It's off to the table with you. Ja, so schließt man die Schranktür. Natürlich hätte jetzt Rose sich sofort umdrehen müssen mit den Worten, meine Tür, mein Schrank, du demolierst alles, das geht doch nicht. So in der Richtung. So, und Chloe hat die Teller in die Hose wieder gesteckt. Die liebe Chloe, diese Wunderhose. Ja, also gut, das ist jetzt sogar eine geliehene Wunderhose von Rachel, aber ist egal. So, na dann packen wir mal die Teller rauf und hoffen, dass das hier mit dem Abendessen halbwegs gut über die Bühne geht. Besteck braucht übrigens keiner. Ja, also mal so. Huch, wenn man von der Mutter spricht, dann schreibt sie eine SMS. Sie schreibt nicht nur eine. Sie schreibt mehrere. Sind wir fertig? Wir sind fertig. Chloe, die Mutter von Justin Williams hat mich gerade angerufen. Du warst Teil der Aufführung? Das hätte ich gern gesehen. Ja, das ist irgendwie einfach passiert. Ich weiß, es war in letzter Minute. Es freut mich, dass es dir gut geht. Es wäre schön, dich heute Abend zu sehen. Kommst du nach Hause? Bitte, Chloe, ich vermisse dich. Naja, nachdem sie einfach so ihren Freund einziehen ließ, ohne vorher mal mit der Tochter zu reden darüber. Ich glaube, da ist ein großer Knick gerade in der Familie drin, aber hey, was soll's. So. Wie gesagt, Teller haben wir gelegt, interessante Sitzreihenfolge, hier wahrscheinlich die Eltern, hier soll Rachel und da soll Chloe oder so, warum man nicht gegenüber sitzt, weiß ich nicht. Oder, das ist traditionell, dass der Vater an der Spitze des Tisches sitzen soll, ich weiß nicht, wie das in Amerika ist. So, Rose, die Teller liegen. Yes, Chloe? Ja, so, was als nächstes? Besteck wahrscheinlich oder Gläser. Plates? Check. Anything else? Actually, could you be a dear and ask Mr. Amber what he'd like to drink with dinner? I will be a dear. Talking to James. As long as I can avoid using the words cheating and scumbag, I should be fine. Genau, so, wir haben ja schon mal mit ihm geredet. Das wird jetzt wieder ganz emotional geladen. Moment. Something else?
Natürlich. Was wollen Sie trinken, Sir? Ich bin der Butler. Ich serviere heute alles. What's your vice, Mr. Amber? I'm sorry? Your wife wants to know what kind of drink you're having. Ah, let's say sherry. Okay. One, two, three, sherry. Comical. Chloe, maybe you can help me understand something. I'll give it a shot. Rose and I, we're worried about Rachel. Yesterday was so unlike her. What do you suppose is going on? Außer mir? Außer Ihnen? Also ganz ehrlich, Junge. Gut, sie sagte ja, wir sollen vermeiden, das mit dem Betrügen anzuschneiden. Ich frag mal hier so, außer mir? Besides all my bad behavior rubbing off on her, you mean? Another joke. You tell me. It seemed like you and Wells were happy to believe that this morning. And you were all too eager to play into our expectations. In my experience, that's a tactic people use to cover for someone else. Rachel is her own person. She's responsible for her actions. I'd be lying if I said I didn't have concerns about your friendship, but perhaps you're exactly who Rachel needs right now as she navigates the choppy waters of adolescence. Thanks. Ja, ich bleib dabei, ich mag ihn nicht, ich weiß auch nicht warum. Der ist mir zu viel Anwalt, selbst wenn er nicht Anwalt ist, sondern ein Privatmensch. Was soll's? Und sie hier ist, ich habe keine Ahnung, kühl wie ein Eisblock. Eigentlich beide, ne? Ich komme mir wirklich vor, als ob ich hier gerade bei Robotern zu Hause bin, ne? Die beiden hier, ja. Also bisher waren alle anderen Charaktere viel lebensechter als die beiden, wobei ich möchte nicht sagen, dass es so solche Personen nicht gibt. Das gibt's nämlich. Also sie sind mir nur irgendwie unsympathisch, weil die ganze Atmosphäre hier in diesem Raum gerade sehr bedrückend wirkt. Aber was soll's? So, time to report back to Rose. Mache ich. Ein Sherry, bitte. Yes, Chloe? Ich möchte einen Sherry haben. Und der Herr des Hauses möchte später auch einen. Ich meine, Chloe braucht das. Ja, also, seien wir mal ehrlich, die braucht dringend einen. Ansonsten hält die das doch nicht durch. The boss man would like a sherry. Thank you. The glasses are in the china cabinet. You can place one at his setting. How am I supposed to get to China? Kidding. It's the fancy looking cabinet, right? You got it. Mein Gott, hey, können die nicht mal auftauen? Wirklich wie Roboter. Man macht hier einen Witz nach dem anderen und nichts passiert. Noch nicht einmal eine Regung. Nix. Gar nichts. So, hier, Kristallglas. It's the triangle shape one. Basic shapes. Now you're speaking my language.